Ja, Mette Frier, herzliche Gratulation zu dem Film. Ein witziges Abenteuer und ich finde wirklich, Ihre Stimme passt wunderbar. Sehen Sie das auch so? Oh, Sie sind das. Gut, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kompliment. Ich habe heute noch die große Prüfung. Ich gehe mit meinen Kindern ins Kino heute Nachmittag. Da werde ich es erfahren. Gut, die haben noch nichts gesehen. Die haben noch nichts gesehen. Mhm. Ich habe das aber auch maximal geheim gehalten. Ich habe gesagt, ich darf mit euch nicht über den Film reden. Ja. Stimmt ja auch. Gut. Stimmt ja auch. So viel darf man verraten. Es geht um Magie. Jetzt haben wir uns gedacht, wir zaubern die Fragen aus dem Hut. So, man sieht hier ein Hut, nichts drin. Und jetzt, schwuppdiwupps, was könnte es sein? Und zwar sind es Fragen von Ihren liebsten Fans. Haben wir gesammelt auf Facebook. Gebe ich Ihnen direkt mal rüber. Oh, guck mal, wie süß ist das denn? Oh, wie lange haben Sie das geübt? Die Nummer mit dem Trick? Ja, das ging lange. Ich gebe es zu. Als ich erfahren habe, ich komme zu Ihnen, dann ging es schon los mit Üben. Lesen Sie es auch direkt mal vor. Was hält Annette Frier davon, wenn Pastewka sie liebevoll Backenhörnchen nennt? Ich mache nur so. Das kriegt er immer zurück. Der macht eigentlich, der beleidigt mich nie, ohne dass es sofort eine Antwort gibt. Freundchen. So. Die Gesichtskirmes. Pastewka. Was ist das Schlimmste, das Annette Frias Kinder je angestellt haben? Darf ich nicht drüber reden. Sehr privat, sehr schlimm. Üble Leute, meine Kinder. Wann ist Annette Frier in Sorge um ihre Kinder? Im Zusammenhang natürlich mit dem Film. Die beiden Jungs stellen ja doch einiges an, erleben viel. Wann ist das Mutterherz von Annette Frier? Ja, es ist natürlich, das ist gar nicht Annette Frier. Da kann man weltweit, jede Frau wird dieselbe Antwort geben. Immer wenn die Kinder, wenn einer hinfällt, die haben mich neulich so hart verarscht, wie wir zu Hause sagen. Mein Sohn hatte so einen Trick mit, ich könnte schon wieder ausrasten, dass das aussah, als hätte der sich gerade einen Nagel in den Daumen geschlagen. Ja. Und der hat das Ding mit meinem Mann abgezogen. Ja. Und also die haben sich wirklich an die Wand gestellt, die zwei Idioten. Und sie haben gehauen und so getan, als ob sie gerade ein Bild. Und dann hat mein Sohn gebrüllt und mein Mann hat nur gesagt, oh Gott, oh nein. Und dann bin ich reingerannt und ich sah nur dieses schlechte Filmblut und diesen schlechten Nagel, den mein Sohn... Und ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß jetzt, wie ich reagiere, nämlich gar nicht. Auf mich kann man überhaupt nichts hängen. Ich habe nur so gemacht. Ich glaube, das ist auf die und dann haben die beiden angefangen zu lachen und dann habe ich die beide verprügelt. Gut. Beide habe ich verprügelt. Auch das Kind. Das Kind und den Mann. So, jetzt wissen sie alles. So, da habe ich mir Sorgen gemacht. Und zwar falsche Sorgen gemacht. Bin immer noch sauer. Deswegen müssen die sich nicht wundern, wenn ich mir keine Sorgen mache, wenn es mal wirklich brennt. Ja. Habt ihr das gehört? Mag Annette Frier Animationsfilme? Und falls ja, welcher ist ihr Favorit? Also im Moment natürlich Onward, weil ich in dem Ding jetzt gerade drin bin. Es ist wirklich ein toller Film, ich schwöre. Und ansonsten würde ich sagen, dass unter die Top 5 der besten Filme aller Zeiten Alles steht Kopf gerät. Ja. Auch von Pixar. Ja. Genau. Ja. Toller Film. Also es sind Meisterwerke. Ja. Es sind immer wieder Meisterwerke dabei. Weiter geht's. Hat sich Annette Frier, finde gut, dass ich mir meinen Namen immer noch mal wiederhole, damit da keine... Hat sich Johnny Depp in der Rolle der Mutter von zwei Kindern in Onward wiedererkannt? Vielleicht jetzt nicht optisch, aber... Ja, ja, natürlich. Wir haben ja genau dieselben Probleme. Wir haben ja genau... Wir wissen ja... Ich weiß ja exakt, was da los ist. Das ist ja genau mein Ding. Was würde... Veronika Ferres gerne in ihrer Karriere noch spielen. Annette Frier. Lustig, ne? Das war vielleicht eine bescheuerte Antwort. Ich wollte immer Lady Macbeth spielen. Und ich befürchte, wenn das nicht mal bald passiert, dann bin ich auch für diese Rolle zu alt. Man denkt ja immer, Lady Macbeth wäre so 40, 50. Die war maximal 25. Gut, müssen wir eh schon viel lügen und dann kann ich es jetzt gerade noch spielen. Gut. Naja, ist ein anderes Thema. Wie schafft es Erol Sander? Nein, den nehmen wir nicht. Wie schafft es Annette Frier, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen?
Wie geil ist es, oder? Zack, jetzt habe ich hier, ist alles drin. Genau. Jetzt ist aber die Frisur wieder scheiße. Also es bleibt problematisch, will ich damit. Das wollte ich damit versinnbildlichen. Ist schwierig. Würde hier die Dings, ne? Also ich, gerne nochmals Dani Lowinski spielen. Ja, aber noch nicht. Da müssen wir nochmal 10 Jahre für warten. Was ist für Dings die Botschaft von Onward? Die Botschaft ist, dass wir die Magie immer finden. Wir müssen aber auch bereit sein, sie zu sehen. Was sind Ihre Lieblingsorte in der Schweiz, Deutschland und Österreich? Wo unser Publikum herkommt. Zürcher See in der Schweiz. Super, ja. Österreich, Oberkärnten. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Deutschland, Berlin, Adlon. Und das war's heute aus dem Varieté Frier Meets. Sehr schön. Und weil Sie so schön mitgemacht haben, gibt es direkt noch ein Geschenk aus der Schweiz. Meyer Popcorn mit Schokoladenüberzug, wenn Sie mögen, für sich selbst. Und sonst haben die Kinder sicher große Freude. Danke. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bitte. Gratulation nochmal zum Film. Und viel Spaß dann mit der ganzen Familie. Ja? Gut. Das nehme ich mir. Und Sie kriegen alle Fragen, weil wenn Sie jetzt gleich zum Herrn Depp gehen, müssen Sie nur meinen Namen ersetzen. Bitte schön. Stimmt, wie praktisch. Gut, ne? Das war eine sehr süße Idee. Das hat mir gut gefallen. Schön, vielen Dank.